Wisst ihr, was auch echt praktisch daran ist, wieder YouTube-Videos zu machen? Man kann super Sachen vor sich herschieben, wenn man vor dieser Kamera sitzt. So geht's mir heute. Es ist gerade dieser mega heiße Tag mit, ich glaube gar nicht mehr nur 35, sondern 37, 38, 39 Grad. Ich habe keine Ahnung. Ich war einmal kurz draußen heute. Ich bin ganz, ganz schnell wieder rein. Ich war einmal auch kurz auf dem Balkon, um Pflanzen zu gießen. Ich bin ganz schnell wieder rein. Es ist Wahnsinn. Ja, und dann dachte ich mir, was kannst du in der Wohnung Produktives machen? Ich müsste unbedingt mal das Büro aufräumen. Einmal, weil ich mittlerweile viel zu viel auch kreative Sachen habe oder dann auch Sachen, die in meinem Shop sind oder die auf meinen Shop kommen sollen. Und es ist irgendwie so ein bisschen ungeordnet alles. Und ja, mein Freund hat dann auch noch ein neues Spielzeug seit gestern. Und deswegen muss jetzt alles, was auf dem Boden steht, irgendwie einen anderen Platz finden. Wir haben nämlich jetzt so einen Staubsaugerroboter, der hier rumfährt. Ursprünglich war die Wohnung wohl mal konzipiert für so einen, weil die meisten Schränke, die wir in der Wohnung haben, sind so an der Wand Hängeschränke, auch die niedrigen. Aber ich habe dann den Platz unter diesen Schränken genutzt, um meine ganzen Kisten und was ich nicht was zu verstauen und auch Yogakisten und so Zeug. Und da muss ich jetzt eigentlich mal alles ein bisschen ausmisten und neu sortieren, Sachen auch in den Keller bringen, die ich nicht so oft benutze und sowas mag ich ja eigentlich gar aber es muss ja auch getan werden. Ich habe ja vielleicht schon in manchen Videos erwähnt, ich bin nicht gerade der ordentlichste Mensch der Welt und ich komme mit Chaos super zurecht. Also ich kann riesen Chaos haben, dann weiß ich genau, wo alles ist, auf welchem Quadratzentimeter. Und manchmal habe ich dann so Aufräumschübe und denke, hey, das ist genau der richtige Platz dafür und dafür und dafür. Und dann gibt es Sachen, die habe ich bis heute nicht mehr wiedergefunden, einfach weil ich sie so gut aufgeräumt habe. Ja, aber das ist etwas, wovor ich mich gerade so ein bisschen drücke. Wahrscheinlich werde ich mich auch gleich dabei erwischen, wie ich dann ein paar meiner Instrumente spiele. Ja, aber es muss gemacht werden. Ich werde mir jetzt irgendwelche coole Musik raussuchen, die laut aufdrehen und dann. Apropos Instrumente, hier sind meine aktuellen Klangschalen. Und hier sind noch solche tibetischen. Ach, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Aber die sind sehr, sehr schön, machen sehr schönen Ton. Und guck mal, ganz kleine Pendel, die ich gemacht habe. Ja, da habe ich auf jeden Fall vor, jetzt die nächste Zeit noch ganz viel mehr Pendel zu basteln. Das macht mega Spaß. Und das ist mein neuestes Schmuckstück. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Ich bin da noch nicht gut drauf, aber es hat einen so, so, so schönen Klang. Ich liebe es. Ja, meine Sansula ist eingepackt in ihrer Kiste, aber was ich euch zeigen kann noch, ist mein Koshi-Klangspiel. Oh, ich liebe es auch so sehr. Und da möchte ich auf jeden Fall auch noch die anderen Elemente von haben. Die klingen so wundervoll. Das ist auch so eines der beliebtesten Instrumente, so also bei meinen Workshops und Meditationen. Und meine kleine Pflanzengalerie. Ich hatte jetzt irgendwann mal was gesehen mit Pflanzen im Glas und habe das dann mal nachgemacht. Und bei manchen Sachen funktioniert es echt gut. Bei der Aloe Vera nicht so wirklich, aber komme eh nie mit den Pflanzen klar. Irgendwie, die kriegen bei mir immer zu viel, zu wenig Wasser und ich kann es nie verstehen. Und guckt mal da, kriegt ihr das scharf? Seht ihr das ganz Kleine da? Da dachte ich ja, das wäre ein lebender Stein, aber da kommt jetzt ein ganz kleiner Kaktus raus. Es ist so niedlich. Den habe ich aus einem Samen gezogen, aus einer Samenmischung. Und das hier finde ich sehr, sehr cool. hat sich mega ausgebreitet im Glas, auch wegen der Feuchtigkeit, die natürlich in so einem Glas ist. Und wächst jetzt hier raus und das finde ich super cool. Ich glaube, irgendwann wächst das hier total drüber. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Thank you.
Hallo. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt an den Vlog dranhänge oder ob das ein extra Video wird. Ihr werdet es wissen. Ich habe mir gerade eine Suppe gemacht, eine Fertigsuppe, eine Möhren-Ingwer-Suppe. Und die werde ich jetzt, glaube ich, mal mit Kissen auf meinen Schuh stellen, weil die echt heiß noch ist. Und dachte mir, ich mache so einen kleinen Laber-Vlog daraus. Und je nachdem, wie lang der wird und wie ich mich halt fühle, wie gesagt, extra Video oder nicht. Und ich dachte mir, ich quatsch einfach mal über verschiedene Themen, die irgendwie gerade anstehen oder mich bewegen oder über die ich nachdenke. Und ja, ihr habt nämlich öfter schon geschrieben, dass ihr solche Laber-Vlogs vermisst. Und es ist jetzt kein Koch-Laber-Vlog, wie sich öfter gewünscht wurde. Aber es ist ein Laber-Vlog und ein bisschen ein Ess-Laber-Vlog, aber ja, es ist super. Ich denke, dabei werde ich nicht so viel kauen und schmatzen. was mir als erstes einfällt, ist das Thema PMS. Ich habe heute PMS. PMS, prämenstruelles Syndrom, wer es nicht kennt, und es ist tatsächlich auch nicht allen Frauen bekannt, ihr Glücklichen. Es ist aber etwas, woran ich jetzt leide. Seit ich die künstliche Verhütung nicht mehr mache, also mit einer Spirale oder mit Hormonen. Und seitdem habe ich dann auch wieder meine Tage regelmäßig oder meinen Zyklus regelmäßig. Und seitdem habe ich auch wieder PMS regelmäßig. Und es war am Anfang ganz schön anstrengend, weil es ging mir dann so ein, zwei Tage lang richtig, richtig schlecht. Also sowohl körperlich, wobei körperlich hält es sich dann noch in Grenzen. Da habe ich einfach auch ein starkes Ruhebedürfnis, bin viel müde und sowas, aber vor allem eben mental. Also das ist wirklich, wie aus heiterem Himmel kam, dass ich echt teilweise lebensmüde Gedanken hatte, also keine Selbstmordgedanken, aber dass mir irgendwie in dem Moment egal gewesen wäre, wenn mich ein Auto überfährt oder ich alles angezweifelt habe in meinem Leben oder alles plötzlich ganz sinnlos war. Und ich wusste dann aber auch, es ist gerade PMS und ich kenne ja dann auch meinen Zyklus und weiß, aha, genau, jetzt bin ich wieder 4, 5 Tage davor, es ist PMS. Und es ist mir dann auch klar, dass es völlig aus dem Kontext gerissen ist und ich gar keinen Grund dafür habe, dass es mir schlecht geht oder sowas. Aber es war einfach da. Und ich habe dann gelernt, damit umzugehen, dass ich wirklich sage, diese 1 bis 2 Tage, die ziehe ich mich zurück. Rückzug kann zwar eine Vermeidung sein, es kann aber auch eine Ressource sein. In dem Fall ist es meine Ressource, mich zurückzuziehen, mir Ruhe zu gönnen, körperlich wie mental. Normalerweise verfasse ich in der Zeit auch irgendwie keine Postings, Social Media Postings, und ich lese auch keine Kommentare und sowas. Hat sich jetzt ein bisschen relativiert, weil es mir mittlerweile besser damit geht. Und zwar habe ich vor einigen Monaten damit angefangen, Frauenmanteltee zu trinken. Den trinkt man in der Regel vom Tag des Eisprungs an bis zum ersten Tag der Periode. Und ja, also auf körperlicher Basis hilft Frauenmantel, die Gebärmutterschleimhaut zu stärken. In dem Falle, wenn ihr zum Beispiel schwanger werden wollt, könnt ihr dann den Körper besser darauf vorbereiten, dass sich das Ei einnistet. Ich nehme es aber für mein Seelenheil. Frauenmanteltee oder Frauenmantel gibt es auch als Dragees, so Nahrungsergänzungsmittel und sowas. Wird eben auch empfohlen, um eben mit diesen Zyklusproblemen und diesen hormonellen Problemen umzugehen. Und am Anfang dachte ich erst so, ich merke da keinen Unterschied. Aber es hat dann wirklich so 2, 3 Zyklen gebraucht, bis ich dann diese Auswirkungen festgestellt habe und gemerkt habe, okay, ich spüre immer noch meine PMS und ich spüre immer noch, ich bin empfindlicher zu der Zeit und ich bin empfindlicher, was Lautstärke angeht, ich bin empfindlicher, was andere Menschen angeht, bin sensibler, aber es ist nicht mehr so dieses krass Depressive, was ich hatte, sondern es ist jetzt einfach so, ach ja, generell sensibilisiert und dann doch lieber ein bisschen mehr Ruhe und Rückzug und nicht unbedingt hier voranpreschen. Aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm. Ich kann trotzdem noch arbeiten an diesen Tagen. Ich mache, wie gesagt, einfach ruhiger. Ich kann trotzdem noch mit anderen Menschen in Kontakt treten, lese trotzdem Kommentare und sowas. Aber wie gesagt, alles einfach so eine Nummer ruhiger, ein bisschen weniger davon und das passt. Aber vielleicht das so als kleinen Tipp für die von euch, die da auch ein bisschen mit zu kämpfen haben. Es gibt ja zum Beispiel auch Hormon-Yoga, habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht ausprobiert, spezielle Hormon-Yoga-Übungen. Die sind per se auch eher was für die Wechseljahre und so, aber wahrscheinlich helfen sie auch bei PMS und sowas. Wie gesagt, Frauenmantel fand ich super. Ich hatte auch mal zwischendurch eigentlich, wollte ich Akupunktur ausprobieren, es hat aber dann doch nicht geklappt.
Und ja, aktuell fühle ich mich eigentlich wohl damit, wie es jetzt gerade ist. Und sehe jetzt gerade noch nicht das Bedürfnis, auch noch Akupunktur hinzuzufügen. Also ich finde es im Moment okay, wie es mir geht. Aber vielleicht, wenn es irgendwann nochmal schlimmer werden sollte oder der Frauenmantel-Tee nicht mehr hilft, mal gucken. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass er irgendwie jeden Monat nochmal ein bisschen besser hilft. Und ja, das tut mir sehr, sehr gut. Und das wollte ich mal gerade weitergeben, weil mich da auch schon ein paar gefragt haben, auch auf Instagram, und auch gesagt haben, ich soll mal ein Update machen, ob mir das hilft. Und ja, es hilft. Ein anderes Thema, über das ich kurz sprechen wollte, ist unsere Wahrnehmung, also wie subjektiv doch Wahrnehmung ist und wie stark unser Bewerten, also unsere Art der Wahrnehmung, das auch beeinflusst, was wir sehen und wie wir es sehen. Das lässt sich eigentlich auf alles umdeuten, was wir wahrnehmen. Also auf Basis dessen und aus unserer Vergangenheit, dessen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir bisher gelernt haben, wie wir etwas bewerten. So nehmen wir dann auch etwas völlig anders wahr als jemand anders. Also es können 100 Menschen eine Situation wahrnehmen und jeder erlebt sie ein bisschen anders, bis sogar extrem anders. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr mit einer Freundin oder mit dem Partner irgendetwas in einer Serie guckt oder einfach einen anderen Menschen betrachtet oder kennenlernt oder in einer Situation seid, die zum Beispiel für den einen Stress auslöst oder für den einen Freude auslöst und der andere diese Situation und diesen Menschen völlig anders wahrnimmt. Wenn ich zum Beispiel Yin-Yoga mache, und ich habe da gerade so ein paar YouTuber, wo ich mir gerne Yin-Yoga-Stunden angucke. Und ich mag so dieses ganz sanfte und liebevolle und Haiti-Tai. Und mein Freund mag Yin-Yoga von den Übungen her auch. Aber dem geht es total auf die Nerven, wenn jemand zum Beispiel die ganze Zeit irgendwas von Selbstliebe und so erzählt. Weil ich bin so jemand, ich habe schon unglaublich viel in Sachen Selbstliebe an mir gearbeitet. Da gibt es aber auch noch genug zu tun. Und ich finde es irgendwie auch immer schön, wenn jemand meine Seele streichelt. Das ist ja etwas, was ich an euch auch gerne weitergebe und das ist auch etwas, was ich unglaublich gerne empfange. Und mein Freund denkt sich danach oder sagt danach immer wieder so: Okay, ich brauche niemanden, der mir die ganze Zeit erzählt, wie toll ich bin oder so. Ich finde mich toll, ich mag mich. Das muss mir nicht jemand irgendwie die ganze Zeit unter die Nase reiben und den nervt es dann eher. Es sind zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen davon. Oder eben auch, wie ihr mich zum Beispiel wahrnimmt. Es gibt Leute, die finden die Veränderungen, durch die ich gemacht habe, total schrecklich. Und es gibt Menschen, die finden diese Veränderungen total toll. Aber am Ende ist es ja genau das, also ist es einfach meine Veränderung. Aber sie wird eben unterschiedlich wahrgenommen und aufgefasst. Und ich merke das im Moment ganz, ganz stark. Einmal in diesen Yogakursen. Aber auch daran, wie ich meine Bilder wahrnehme. Zum Beispiel mein Sketchbuch oder nicht nur zum Beispiel, vor allem mein Sketchbuch und aber nicht nur die aktuellen Bilder, die ich jetzt male, sondern auch zurückliegende. Weil ich habe ja da jetzt neulich schon mal ein Video drüber gemacht. Ich habe meinen inneren Kritiker so ein bisschen abgestellt oder gehe jetzt liebevoller mit mir um. Und ja, gucke eher auf das, wo an der Stelle, wo ich gerade bin und dass ich einfach stolz auf mich bin, dass ich mich traue, dass ich zeichne, ja, dass ich einfach mich daran erfreue, dass es ein toller Weg ist für mich, dass es mich entspannt, dass es mich glücklich macht. Und mit diesen Augen sehe ich jetzt viel mehr darauf, als mit den, oh, du hast noch so viel Weg vor dir und du bist überhaupt noch nicht gut genug und bla 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 bla. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mein Year of the Doodle Sketchbuch, da die letzte Tour angucke, die ich gefilmt hatte, oder das durchblättere, dann geht mir total das Herz auf. Und ich sehe so viel Schönes darin und denke, oh, das hast du total toll gemacht und cool. Im Gegensatz zu vorher, wo ich halt viel mehr Fokus auf die Sachen hatte, die mir nicht gefallen oder wo ich sage, das hätte ich aber besser machen können oder sollen. Und auch mein normales Sketchbuch, dass ich mich jetzt viel mehr traue, auch einfach loszulegen und so. Und dass ich dann einfach auch die Sachen, auch genau mein Inktober-Sketchbuch, da wollte ich jetzt euch endlich mal eine Tour machen, die gibt es ja immer noch nicht. Das habe ich mal durchgeblättert und denke mir so, wow, wie geil, was habe ich denn da alles gemalt? Ist ja super cool. Und das hätte ich mich, glaube ich, vor ein paar Monaten gar nicht getraut, das zu sagen. Weil ich immer dachte, oder bei meiner Arbeit,
Da ist ja noch so viel Potenzial zu verbessern. Und solange du nicht mindestens da und da bist von der Qualität, darfst du dich auch noch nicht loben oder es toll finden. Was völliger Schwachsinn ist. Ich bin an dem Punkt, an dem ich gerade bin. Und deswegen darf ich das toll finden, was ich gerade mache. Und das tue ich jetzt auch. Und das ist so schön, gerade meine Bilder anzusehen und mir zu denken, geil, was hatte ich denn da überhaupt? Voll gut. Und natürlich kann ich da noch besser werden. Ich werde auch besser werden. Jeder von uns wird dann mit der Zeit immer noch mal besser. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, irgendwann zu sagen, okay, jetzt passt es, sondern nein, jetzt in diesem Moment. Jetzt gerade hier, da. Alles super. Machen, tun, fertig, toll. Und was ich euch heute mal erzählen könnte, da drücke ich mich immer so ein bisschen drum. Oder was heißt drücken drum? Ich gebe euch ja normalerweise nicht gerne irgendwas Negatives weiter oder wo ich mich über irgendwas beschwere, was ich sinnlos finde. Aber heute darf ich mich vielleicht auch mal beschweren über was. Aber vielleicht kann es auch ein Impuls sein für manche, da auch mal achtsamer mit umzugehen. Und auch für mich ist es immer wieder ein Impuls, auch da mal achtsam umzugehen mit. Weil aktuell bin ich ja sehr empfindlich, was Geräusche angeht. Und generell finde ich aber auch, dass viele Menschen sehr egoistisch sind, was das angeht. Wir waren zum Beispiel gestern war Sonntag, im Lilo, im Licht- und Luftkurort Bad, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen heißt, und haben auf der Wiese gelegen und an sich war so gut wie nichts da los. Also es waren mit uns insgesamt vier andere Menschen, nee, sechs andere Menschen in Sichtweite verteilt, also wirklich nicht viel. Aber zwei dieser anderen Menschen haben eben laut ihre Musik auf dem Handy aufgedreht, wo man erstens mal sowieso schon mal einen ziemlich bescheidenen Ton hat, wenn man nicht irgendwelche Lautsprecher dran hat. Und einfach, naja, es ist laut. Die wissen nicht, wollen andere Menschen überhaupt gerade Musik hören und gefällt anderen Menschen diese Musik? Und da denke ich mir für mich halt, wenn ich irgendwo draußen sitze, wenn ich auf dem Balkon Musik höre oder YouTube-Videos gucke, habe ich immer Kopfhörer in den Ohren, weil ich weiß, das hören auch andere Menschen. Und vielleicht sitzt gerade jemand auf dem Balkon, der gerade seine Ruhe haben möchte. Und den nerv ich halt dann damit. Vielleicht bin ich da auch einfach zu besorgt um andere Menschen, aber das ist halt immer so dieses, okay, nur weil ich gerade etwas will, möchte ich damit nicht andere Menschen einschränken. Und wenn es dann möglich ist, dass ich das ausübe, ohne dass ich jemand anders damit störe, dann entscheide ich mich für diese Variante. Plus, dann war es eben so, dass wir am Wasser lagen und da nicht nur stündlich eben so ein Sightseeing-Schiff vorbeikommt, was aber auch gar nicht so laut ist. Also das ist eigentlich völlig okay und es fährt einmal die Stunde kurz da lang oder zweimal die Stunde. Aber es war dann noch ein Party-Motorboot, was da lang fuhr, mit irgendwie 10 Leuten drauf, so ein kleines Motorboot. Und es fuhr wirklich die ganze Zeit nur hin und her. Also es fuhr alle 2 bis 5 Minuten an uns vorbei, wirklich in dieser Taktung. Mega laut, dass du dich nicht verstanden hast in dem Moment. Und dann denke ich mir auch so, pff, und es ging bestimmt eine Stunde lang, dass sie da hin und her gefahren sind. Ja, und so kenne ich das eben auch mit Autos, die hier vorbeifahren. Ich merke das vor allem, wenn ich Meditationen aufnehme. Es gibt so viele, die irgendwie ihr Auto getunt haben, sodass es mega laut in den Straßen dröhnt. Oder dann ganz laut an der Ampel blubbert. Oder Leute, die dann im Sommer halt die Fenster runterdrehen, mega laut die Musik dröhnen haben. Und das ist auch, finde ich, immer unangenehm, wenn ich zum Beispiel hier jemand habe zur Hypnose oder irgend sowas oder zur Meditation oder irgendwie Entspannung. Und da denkt man halt auch nicht wirklich weiter. Und ich war damals auch so. Ich habe als Teenager, wollte ich schon sagen, aber mit Anfang 20 oder mit 18, 19, 20 auch Fenster runter, mega laut die Musik aufgedreht und mir nichts dabei gedacht. Und per se ist es ja auch nicht so, dass wir immer uns einschränken müssen, aber es ist, ich finde, so ein bisschen mehr Rücksicht auf andere würde ich mir halt echt wünschen. Und ich weiß, es bringt nichts, sich darüber zu beschweren, weil ich kann andere nicht verändern, ich habe keinen Einfluss auf andere. Aber manchmal ist man vielleicht dann doch mal so eine kleine Inspiration, anderen damit so einen Hinweis zu geben, okay, ab und zu einfach mal drauf zu achten, muss das jetzt sein? Und das war etwas, was ich zum Beispiel in Japan so super angenehm fand, dass eben, ja, es hat keiner laut mit dem Handy Musik gehört unterwegs oder es hat keiner laut in der Bahn telefoniert oder ist mit einem mega laut getunten Auto vorbeigefahren. Zumindest habe ich in der Zeit, wie ich da war, keins mitbekommen. Man hat halt irgendwie so viel mehr Rücksicht aufeinander genommen, weil natürlich auch der Lebensraum da nochmal deutlich eingeschränkter und begrenzter ist. Und ja, in Japan nimmt es auch schon wieder exzessive Ausmaße an, weil der Lebensraum so klein ist und man so dicht aufeinander hängt. Aber man könnte so ein bisschen voneinander lernen und man könnte so ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, finde ich einfach. Und ich versuche das halt auch. Und
Kommt damit auch noch zum anderen Punkt. Wir haben nämlich da gelegen, ich habe aufs Wasser geguckt und was mich halt gestört hat, ist, dass ich auf total viel Müll geguckt habe. Und dann bin ich aufgestanden, habe den Müll eingesammelt, habe ihn weggeworfen und das waren 5 Minuten, wenn es hochkommt, meiner Zeit, das einzusammeln und kurz zum Mülleimer zu bringen. Und das kann eigentlich auch jeder so machen, der Müll in seinem Sichtradius hat oder wenn du an Müll vorbeigehst, kurz aufheben, irgendwie wegwerfen. Ich bin da auch nicht irgendwie so ängstlich, dass ich immer denke, oh, ich muss jetzt Gummihandschuhe anziehen oder ich muss mir jetzt danach die Hände desinfizieren. Mir ist noch nichts passiert bei sowas. Ich hebe jetzt auch nicht unbedingt im Bahnhofsgebiet Spritzen auf. Aber man kann ja auch sich eine Handdesinfektion mitnehmen oder Handschuhe mitnehmen oder whatever. Oder das mit irgendeiner Pinzette aufsammeln, wenn man da ein bisschen ängstlicher ist. Aber es ist auch hier, ich kann ja nicht die Menschen dazu zwingen oder alle durch mein Beschweren dazu bringen, dass sie jetzt ihren Müll nicht mehr in die Landschaft werfen. Aber als der Mensch, dem es auffällt und der ich möchte, dass sich das etwas verändert und dass ich möchte, dass eben nicht mehr so viel Müll in der Landschaft rumliegt. Einmal ist es nicht schön. Zweitens, es tut der Umwelt auch nicht gut. Tiere können sich damit zum Beispiel darin verheddern oder auch ein Zigarettenstummel kann, ich glaube, 30 oder 60 Liter Grundwasser verpesten und, und. Also es ist generell nichts Positives daran, Müll in die Natur zu werfen. Auch Biomüll soll man nicht in die Natur werfen, also jetzt irgendwie zum Beispiel Apfelschale oder Bananenschale oder so, weil es eben zum Beispiel auch mit Pestiziden verunreinigt sein kann und so. Und es ist dann halt, ja, ich glaube an uns, die wir das einfach wahrnehmen und die wir es ändern wollen, dann einfach kurz es aufzuräumen. Und es gab jetzt schon zum Beispiel diese Trash-Tag-Kampagne, wo dann Leute die Strände aufgeräumt haben und Parks und so weiter. Das finde ich auch cool. Auch hier könnte man vielleicht sagen, es ist schade, dass es dafür so ein Tag braucht und dass man das öffentlich macht und zeigt, hey, ich bin so toll, ich habe Müll gesammelt. Andererseits ist man halt auch einfach eine Inspiration zu sagen, hey, ich habe Müll gesammelt und das kannst du auch. Und es muss jetzt nicht jeder mit einem Müllsack bewaffnet durch die Straßen gehen und den ganzen Müllsack füllen oder den ganzen Park aufräumen. Wenn alleine jeder von uns, der da so ein bisschen Auge drauf hat, einfach mal guckt, oh, da liegt was, ich nehme es einfach kurz auf meinem Weg mit, werf es in den nächsten Mülleimer. Oder ich sitze irgendwo im Park, ich habe einfach im Radius ein bisschen Müll, den sammle ich auf, werf ihn weg. Dann ist damit auch schon so viel getan. Noch erzählen. Ach genau, ich wollte euch noch von unserem Saugroboter erzählen. Dem neuen Spielzeug meines Freundes. Aber der hat mich dazu gebracht, mal wirklich richtig aufzuräumen, auszumisten, neu zu sortieren in meinem Kreativ-, Arbeits-, Büro-, alles mögliche Zimmer. Weil mein Freund hat die Wohnung ursprünglich so planen lassen, früher von der Innenarchitektin, dass hier halt alles ein bisschen erhöht ist, sodass so ein Saugroboter halt hier mühelos rumfahren kann. Und ich habe in unserem Büro aber diesen Stauraum unter den Schränken wunderbar genutzt für all das, was ich so mache. Ich bin ja sehr kreativ, ich habe viele Hobbys und da sammelt sich eine Menge an. Und irgendwann hat alles da nochmal eine Ecke gefunden und da eine Ecke. Und diesen Roboter habe ich zum Anlass genommen, einfach mal alles rauszuräumen, alles durchzugehen, auszumisten, zu sortieren, Dinge zusammenzufügen, die zusammengehören, weil manche Sachen mal an 5 Ecken verteilt. Hallöchen, ich war gerade draußen. So, Joda kommt immer mal kurz für Hallo sagen. Die ist bei dem Wetter stundenlang draußen und wuselt durch die Gärten. Und dann kommt sie ab und zu, um zu sagen: Hallo, ich lebe noch, ich würde gern kurz gekuschelt werden und gefüttert werden. Aber Essen gab es eben schon, ne? Ja, und dann Sachen, die an 1000 Stellen verteilt waren, Sachen, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Und dann hat alles so zueinander gefunden, das hat alles seinen Platz gefunden, das hat alles einen neuen Platz gefunden. Und plötzlich, ja. Es ist jetzt viel, viel aufgeräumter, es ist viel sauberer, es ist viel ordentlicher, es tut total gut. Ich habe jetzt auch wirklich so einen Platz gefunden, dass ich trotz Ordnung alles wiederfinde, was mir früher oft schwer gefallen ist. Ja, und das mit dem Roboter ist insofern super, weil die Katzen einfach sehr viel Schmutz machen. Und zwar einmal dadurch, dass sie eben draußen im Garten umherirren und dann hier Blätter und Zweige und Erde und so weiter mitbringen. Allerdings vor allem, dass sie eben im Katzenklo ja mehrmals täglich aufs Katzenklo gehen und diese Streu einfach überall verteilen. Ich habe schon alles Mögliche probiert, auch an Katzenmatten. Das Problem ist halt, sie kommen aus dem Katzenklo raus, schütteln ihre Füße erstmal in alle Richtungen, so fliegt schon mal alles umher. Dann haben sie aber auch noch ganz viel an den Füßen und am Schwanz und so hängen, das tragen sie dann auch durch die Wohnung. Murke hat ja auch noch ihren Erdtopf auf dem Balkon, da trägt sie dann auch ganz viel Erde in die Wohnung und das mehrmals am Tag. Und
Ja, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mehrmals täglich den Staubsauger rauszuholen, zusammenzubauen und die Wohnung zu saugen. Und dann trägt sich aber auch dieser Katzenschmutz ja überall hin, auch ins Bett und aufs Sofa und. Und ja, jetzt lasse ich einfach diesen Roboter mehrmals am Tag einfach nur kurz im quasi Büro rumfahren, wo das Katzenklo steht. Das reicht meistens schon. Oder einmal am Tag, einmal durch die ganze Wohnung. Und es ist so viel sauberer. Ich bin da so dankbar für. Ich glaube, wenn man Katzen hat oder Kinder hat oder so, dann ist das wirklich, wirklich ein Geschenk. Es ist viel sauberer. Und es macht auch, man fühlt sich irgendwie auch wohler und ich räume auch mehr auf seitdem, weil schon mal so diese Grundsauberkeit irgendwie da ist. Ja, das ist cool. Und das Babychen sitzt jetzt gerade auf meinem Bein. Übrigens, wenn ihr euch wundert über diesen komischen Hintergrund, wir haben ja eigentlich so ein Box-Spring-Bett und da haben wir aber dieses Bettlaken drüber, weil Yoda da gerne das als Kratzbaum benutzt und ja, ist nicht schön. Wir haben auch eigentlich mal so einen Überzug geholt, der extra für Box-Spring-Betten ist, der eigentlich schöner aussehe. Aber das zieht man einmal komplett über dieses Rückteil und dieses Rückteil ist aber an der Wand fixiert. Das heißt, wir können das Ding nicht drüber ziehen, das heißt, es hing genauso und rutschte und ist nicht schön, aber funktionell. Tja, und ich glaube, das war es auch von meiner Suppensession heute. Mir fällt jetzt spontan erstmal gerade nichts ein und ich möchte jetzt gerne noch meine Suppe aufessen. Ich habe, glaube ich, noch nie so langsam Suppe gegessen. Und der noch ein bisschen Achtsamkeit schenken, weil sie tatsächlich sehr lecker ist. Und ja, danke fürs Zuhören. Hallo! Wir gehen gleich aufs Museumsufer fest, deswegen sehe ich auch gerade so aus, wie ich aussehe. Ich habe, meine Haare sind irgendwie heute so. Und deswegen dachte ich mir einfach einen Hut drauf, dann ist das egal. Und ich wollte euch noch eine Sache zeigen, bevor ich diesen Vlog endlich beende. Und es wird mal wieder ein viel zu langes Video. Irgendwie werden gerade alle Videos sehr, sehr lang. Ich versuche auch mal wieder kürzere Videos zu machen, weil nicht jeder hat immer die Zeit oder Lust, ein langes Video anzusehen. Aber ist halt jetzt so passiert. Und zwar möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Und da hoffe ich mal hier, dass es der hier bald gut geht, dass es funktioniert. Ich hatte nämlich vor einer ganzen Zeit, letztes Jahr, vor 2 Jahren, hatte ich euch mal diese Sukkulentenschale gezeigt, die ich gemacht habe. Und mittlerweile habe ich die aufgelöst, weil erstens mal hatten die Sukkulenten und Kakteen unterschiedliche Ansprüche, die ich da drin hatte. Und manche wurden auch einfach zu groß, wie die hier. Vielleicht sieht man das so ein bisschen. Die war, oder ich glaube, das war das, was hier das Kleine ist, war so das Höchste. Als ich sie gekauft habe und mittlerweile ist sie riesig groß geworden. Hier unten hat sie leider die Blätter verloren, weil ich habe sie mal woanders stehen gehabt, wo sie nicht viel Licht bekommen hat. Und Sukkulenten brauchen sehr viel Licht. Dann wurden all diese Blätter hier braun. Hier sind noch so ein paar. Und dann habe ich sie aber an den Lichtplatz gestellt und dann hat sie sich auch wieder gefangen. Und die hier war auch da drinne und irgendwann ist die unglaublich hoch gewachsen und hatte unten dann neue Triebe und neue Babys und die habe ich dann irgendwann abgemacht und dann hatte sie einen ganz langen Stiel, bevor dann eben hier oben die Blätter kamen. Und da hat es gut funktioniert, dass ich einfach sie quasi gekürzt habe, also einfach ein Stück abgeschnitten habe unten und dann in Erde rein und dann hat sie neu gewurzelt und hat einmal dieses Baby hier bekommen, was ich gerade versuche wurzeln zu lassen. Und hat hier unten drin, ich weiß nicht, ob man es sehen kann da, noch ein kleines Baby. Aber das lasse ich erstmal da, das ist halt noch relativ klein, das lasse ich erstmal nochmal bei der Mama. Und bei dem hier versuche ich eben gerade, ich habe es vorsichtig abgetrennt, ich habe es nicht abgeschnitten. Bei dem großen Stamm hat es mit dem Abschneiden gut funktioniert, aber bei Blättern habe ich gemerkt, wenn ich Blätter abzupfe, dann bekommen sie Wurzeln, wenn ich sie abschneide, nicht. Eine Abonnentin hat es auch neulich mal irgendwie erklärt, von wegen, dass ich da eben das Gewebe wegschneiden würde, wo dann die Wurzeln rauskommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, es funktioniert besser mit Abzupfen und nicht Abschneiden. Und deswegen habe ich das jetzt auch abgezupft und hat es jetzt ein paar Tage lang auf Erde liegen und hoffe jetzt einfach mal, ich werde es jetzt mal in Erde stecken und wässern, dass es sich fängt und anfängt zu wurzeln. Eventuell werde ich es auch in ein bisschen Wasser stellen, damit es ein bisschen besser wurzelt. Mal gucken. Und dann wollte ich euch zum Abschluss noch die hier zeigen. Ich hatte euch die, glaube ich, am Anfang des Videos schon gezeigt, aber ich finde, sie sind noch mal ein bisschen mehr gewachsen und bei diesem Blatt hier vorne war es so, dass da
dass da noch nichts gekommen war. Also das war einfach nur das Blatt, was aber auch nicht irgendwie abgestorben ist oder so. Und jetzt mittlerweile seht ihr das vielleicht, dass da auch, sieht man das, dass da auch ein kleines Baby kommt. Also wir haben hier hinten die etwas größeren Babys und hier vorne das kleine. Und das hier ist jetzt ein neues Blatt, das war abgefallen, als ich den hier mit abgemacht habe, den kleinen. Und das habe ich jetzt auch mal mit da reingesetzt und mal gucken. Das muss jetzt erstmal wieder mal ein bisschen gewässert werden und vielleicht kommen da auch neue Wurzeln. Aber ich bin echt super gespannt. Also das ist vor allem hier hinten der. Der hat sogar mehrere. Also da ist nicht nur dieses größere, was ihr seht, die größere Pflanze, sondern unten drunter kommt dann auch nochmal ein kleiner Ableger, eine kleine Sukkulente. Und bei dem anderen auch. Also da kommen quasi mehrere raus. Sehr, sehr cool. Vielleicht werden das jetzt so meine Sukkulenten-Vermehrungsgläschen, weil ich hatte mir die auf Amazon gewünscht und ganz, ganz lieben Dank auch an die Person, die mir das hat zukommen lassen. Ich hätte nur halt gedacht, dass sie ein bisschen tieferen Boden haben. Also der Boden ist halt ja wirklich nur ein Zentimeter oder so und es ist halt schwer, da irgendwas reinzusetzen. Aber für sowas ist es eigentlich, finde ich, gerade super, für so eine kleine Anzuchtstation oder Sachen, die dann vielleicht auch nicht ganz so groß werden. Mal gucken. Also da funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich liebe ja Pflanzenbabys, deswegen wollte ich euch das gerade nochmal zeigen. Ja, und damit beende ich jetzt aber den Vlog. Wünsche euch einen ganz tollen Tag, Abend oder Nacht. Und Entschuldigung wegen dem Kaugummi, was ich gerade kaue. Das ist mir eigentlich total unhöflich, wenn man Kaugummi kaut beim Reden, finde ich. Ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut.